Ja, ein guter Versuch. Wir hatten das Alpaka-Quiz. Das Alpaka-Quiz ist ein interaktives Umfrage-Antwort-Tool und wir sind Corinna Moritz. Mit unserem Produkt kann man einen Quiz erzeugen mit verschiedenen Fragen und Antworten. Und um das Ganze mal genauer zu erklären, erkläre ich das am besten am Beispiel von der Schule. Also angenommen, ein Lehrer möchte ein Quiz für seine Schüler erstellen, dann kann er dieses Quiz erstellen mit eben verschiedenen Fragen und verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Und dann wird dieses Quiz am Whiteboard, also an der Tafel vorne, angezeigt und die einzelnen Schüler können mit ihren Handys an diesem Quiz teilnehmen. Das heißt, sie können über ihr Handy abstimmen. Und ganz am Ende wird das Ergebnis, also wer wie abgestimmt hat, sowohl am Whiteboard als auch auf den Schülern, also auf den Handys von den Schülern dann angezeigt. Jetzt natürlich die große Frage, warum wollten wir sowas entwickeln? Und das Problem allgemein ist, es gibt dabei wenige Open Source Tools und die Tools, die es gibt, zum Beispiel wie Kahoot ist ungefähr was sehr Ähnliches. Wird kommerziell betrieben und wenn es kommerziell betrieben wird, muss man auch meistens darauf auf den Datenschutz achten und der ist meistens nicht so hoch. Genau, wie haben wir das Ganze umgesetzt? Mit verschiedenen Technologien. Für unser Frontend haben wir JavaScript benutzt und Bootstrap. Bootstrap ist eine Designbibliothek, das heißt, da bekommt man so bunte Buttons oder sowas für die Webseite. Und unser Backend haben wir einmal in der Bibliothek Spring von Java programmiert. Das war für uns beide neu, sodass wir dadurch auch ziemlich viel gelernt haben. Und mit sogenannten WebSockets, also einer Verbindung zum Server, haben wir das Ganze verbunden. Also einmal Frontend und Backend und einmal auch zum Beispiel wie man das Whiteboard halt mit den Handys von den Schülern verbindet. Und das war für uns auch teilweise neu, so dass wir da auch noch mal viel gelernt haben. Genau, und was ist am besten und nicht be besser als eine Live-Demo? Mehr oder weniger haben wir hier in der Mitte unser Whiteboard. Da stehen letztendlich die ganzen Teilnehmer und unser Quizpin. Jeder Teilnehmer, habe ich zwei jetzt hier links und rechts davon, hat diesen Quizpin eingegeben in das Formular und dann gibt jeder sich noch einen Teamnamen und dann kann man schon beitreten. Und sobald alle beigetreten sind, kann dann der das Quiz veranstaltet, das Spiel starten. Werden die vier Buttons angezeigt und jeder kann eine Frage auswählen. Und die erste Frage ist natürlich, seit wann gibt es Jugendhackt? Ganz simpel, 2013. Und beide Teams kriegen dementsprechend, haben zwei richtige Antworten bei Blau. Das wievielte Jugendhack Köln ist das? Ist zum Beispiel auch die nächste Frage. Die Fragen kann man fast selber noch eingeben und Jugendhackt ist das sechste. Und ich kann jetzt auch einfach mal demonstrativ ein falsches sagen. Da sieht man hier, sechs ist die richtige Antwort und der eine hat fünf gewählt und das ist kein guter Punkt. Und dann natürlich zu guter Letzt, wie oft haben wir die Cantina-Band im Kölner Dom gehört? Ich würde sagen, geschätzt, wir sind das mindestens 30.000 Mal, aber wir haben nur 300 Mal reingemacht. Und dabei gibt es jetzt die Antwort, 300 stimmt in dem Fall. Und jetzt haben wir unser Ende vom Quiz erreicht. Wir haben 1.200 Punkte, Test 1. Und nur 800 Punkte Test 2, weil der einmal eine Antwort falsch hat. Und es geht natürlich auch noch auf Zeit, wer hat welche Frage als erstes richtig beantwortet. Genau, was kann man jetzt in Zukunft noch besser machen oder noch weiterführen? Wir sind leider noch nicht ganz fertig geworden. Das heißt, es sind noch ein paar Punkte offen. Zum einen habe ich ja gesagt, dass man seine Fragen auswählen kann oder selber eingeben. Das haben wir leider noch nicht ganz geschafft, aber wir sind kurz davor und schaffen das noch. Und dann kann man noch das Design so ein bisschen verschönern, wenn man das möchte. Außerdem müssen wir noch einprogrammieren, dass man eine unterschiedliche Anzahl an Antwortmöglichkeiten hat. Also, dass ich zum Beispiel einmal eine Frage stellen kann mit nur zwei Antwortmöglichkeiten und einmal eine mit fünf Antwortmöglichkeiten. Weil bisher haben wir eben immer nur die vier, die Sie auch gesehen haben. Und der letzte Punkt wäre noch, dass man bei diesen Antwortmöglichkeiten, die haben wir jetzt ja schon für schön farbig dargestellt, dass man dann auch Formeln hinzufügt für diejenigen, die farbenblind sind, damit die eben auch mit Einblick sehen, was sie geantwortet haben und was richtig ist und was falsch. Genau. Open Source haben wir natürlich auch entwickelt. Unser ganzes Projekt inklusive Backend und Frontend ist auf GitHub zu finden unter der URL. Wir haben unter der C Lizenz GPL 3 entwickelt. Genau, dann wollen wir auch schon sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit von Ihnen. Vielen Dank an das Jugendtech-Team, das es uns ermöglicht hat, dass Jugendtech, obwohl es jetzt nicht Präsenz war, aber online so schön funktioniert hat. Und vor allem auch danke an Lorena, an unsere Mentorin, die uns das Wochenende sehr gut unterstützt hat.